zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Kanyak. Der Apotheker und Gesundheitssprecher der FPÖ, Gerhard Kanyak, ist nun am Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseher. Wir haben heute hier drei Tagesordnungspunkte in einer gemeinsamen Debatte. Und während die Änderungen in den Sozialversicherungsgesetzen, wo es nur um einen Kostenersatz für das Ausstellen von elektronischen Impfpasszertifikaten geht, von uns durchaus eine Zustimmung erfährt, ist bereits der zweite Punkt ein Sonderbudget von 60 Millionen Euro für den Ankauf von zusätzlichen Antigentests für die Bundesministerin Köstinger aus unserer Sicht absolut untragbar. Denn es sind 60 Millionen zusätzliche Euro, die hier als Spielgeld an die Bundesministerin zur Verfügung gestellt werden, wo die Tests vermutlich wieder ohne Ausschreibung bei Günstlingen der ÖVP eingekauft und ohne Rechtsanspruch an Günstlinge und Betriebe der ÖVP verteilt werden. Das kann nicht im Sinne der Österreicher und Österreicherinnen und auch nicht im Sinne des österreichischen Tourismus sein. Aber der dritte Tagesordnungspunkt, den auch meine Vorredner schon entsprechend ausgiebig andiskutiert haben, der hat es tatsächlich in sich und dem möchte ich meine Aufmerksamkeit widmen. Und ich möchte anfangs sagen, Sie haben es schon wieder getan. Die Regierungsfraktionen haben es schon wieder getan, haben ihre Hausübungen nicht fristgerecht erledigt, haben den gesamten Nationalrat zu einer regierungsseitigen Sondersitzung hierher nach Wien gebeten, um ein Gesetz zu beschließen, das bis heute in der Früh noch nicht fertig war, das vor gut einer Woche in einem ersten Entwurf in Begutachtung geschickt wurde. Meine Vorredner haben großzügig gemeint, eine Woche lang begutachtet worden, de facto waren es nicht einmal 4 Werktage, wo es eine vernichtende Kritik erneut von allen gegeben hat, die es in dieser kurzen Frist geschafft haben, sich diese Materie anzusehen. Und was hat die Bundesregierung dann gemacht in der letzten Plenarwoche, nachdem sie erkannt haben, dass das Gesetz so nicht haltbar ist? Sie haben eine neue Trägerrakete auf den Weg geschickt, einen inhaltsleeren Antrag, der erst gestern am Abend mit einem Gesetzestext erfüllt wurde, der heute in der Früh, wie gesagt, noch einmal kurz geändert wurde, bei dem der Gesundheitsausschuss Frist gesetzt wurde. Das heißt, innerhalb dieser 4 Tage seit der letzten Plenarsitzung tagen hätte sollen, eine Materie behandeln hätte sollen, die es noch gar nicht gibt. Und die heute von Ihnen, sehr geehrte Mitglieder der Regierungsfraktionen, offenbar beschlossen werden möchte. Unter Unterstützung der SPÖ, was mir ebenfalls vollkommen unbegreiflich ist. Und ich möchte nun ein bisschen inhaltlich auf das eingehen, was wir denn hier tatsächlich vorliegen haben. Es wird uns verkauft als der dringlich notwendige grüne Pass, die gesetzlichen Vorbereitungen für den grünen Pass. Dabei hat der Herr Bundesminister Mückstein in seinen Ausführungen gerade eben ja ganz klar gesagt, dass dieser grüne Pass in dieser Form gar nicht so zwingend notwendig ist. Denn die EU hat ganz klar gesagt, dass auch alle sonstigen Nachweise, alle schriftlichen Nachweise und Dokumente, auch die in Österreich bislang verwendeten elektronischen Nachweise, dass die alle weiterhin gültig bleiben. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wo besteht denn da diese große Dringlichkeit, dass wir ohne weitere Begutachtung innerhalb von 4 Tagen diese Gesetzesmaterie beschließen müssen? Ich sehe sie nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und was steht denn jetzt in dieser angeblich von der SPÖ entschärften Version drinnen? Es findet eine Datenzusammenführung von Gesundheitsdaten statt, aus ELGA, aus dem elektronischen Impfpass, aus dem elektronischen Meldesystem, alles zusammengeführt im Gesundheitsministerium und zur weiteren Übergabe an die Statistik Austria. Ist das die Art und Weise, wie wir mit unseren sensiblen Gesundheitsdaten umgehen wollen? Ist das die Art und Weise, wie die Sicherheit der Gesundheitsdaten gewährleistet ist? Ich glaube, das hätte eine deutlich ausführlichere Diskussion verdient, die wir noch zu führen haben. Ich glaube, dieses Gesetz und vor allem die Umsetzung dieses Gesetzes, das Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, heute beschließen werden, das wird uns noch viel, viel Kopfschmerzen bereiten. Und wir werden es erleben, dass Daten, die einmal unterwegs sind, die einmal aus den sicheren Gefilden der ELGA heraus sind, dass die nicht mehr zurückzuholen sind und das zum Schaden der eigenen Bevölkerung. Ich sage Ihnen eines, wir brauchen dieses Gesetz nicht, wir brauchen die neue Normalität, in der jeder Bürger unter Generalverdacht steht, nicht. Das, was wir bräuchten, wäre eine neue Art des Regierens. Das, was wir bräuchten, wäre ein neues Epidemiegesetz, in dem verbindlich festgeschrieben wird, ab wann eine Epidemie tatsächlich beginnt und dass das, was ursprünglich vorgesehen war, nämlich dass ausschließlich Kranke und Krankheitsverdächtige nach einer ärztlichen Diagnose vom Staat mit Maßnahmen zwangsgeregelt werden dürfen, dass das auch wieder Gültigkeit hat. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist die neue Realität, die ich mir wünsche. Vielen Dank.
Applaus